Noch nicht getrunken habe, ich kann zur Sau wäre. Das stimmt. Und das wäre ich auch, wenn sie weitermachen, weil die lassen uns nicht in Ruhe. Und wir haben genug Zeuge, dass sie immer anfangen. Aber damit sie auch wirklich anfangen, macht sich Christine Zehnbauer zusammen mit Tochter Samantha auf zu ihrem Lieblingshassobjekt. Familie Ime von gegenüber. Denn hier betrügt sie ihr Mann. Ach, jetzt kommt der Beste. Jetzt kommt der, wo die Kamera will. Aber das gibt's ja nicht. Nee, mach ich nicht. Ach, hat sie keinerlei Hemd, der muss man Monsheimer ziehen. Ja. Nee, mach ich nicht. Verpiss dich, sonst kriegst du mir eine Frage. Ja, dann klatsch mir mal eine. Dann klatsch mal eine. Klatsch mal eine. Ime, klatsch mal eine. Da warte ich drauf. Klatsch mal eine. Da warte ich drauf. Bitte. Klatsch mir eine. Geh bitte, ansonsten hast du mich weggeräumt. Doch die verbale Naturkatastrophe hat erst angefangen. Du kriegst euch Fett zum Bett. Ich kann mir tun, der hat. Die Frau hat sich schon verarscht, wenn schon, ne? Ja? Was ne? Ging an, hast du ein Problem? Ja, und dann? Und dann? Brauch ich nicht? Ich hab auch noch immer die Ahnung. Jetzt kommt die andere schwanger, Fudel, da ist ja die schwanger. Die andere schwanger, wo sauf hier, loch? Hab ich auch im Jugendamt gemeldet. Ja, deine Mama kann's auch ficken. Tochter Samantha muss ihre Mutter vor sich selbst schützen. Ja, du fette Fotz. Manchmal übertreibt es, aber ich verstehe es auch. Also ich würde auch reagieren, aber nicht so arg wie die. Dein China, hoffe ich, dass der Ball wegkommt, du Wichser. Das ist auch der Ime, der Wichser. Ja, jetzt habe ich Feinde, ja. Ja, ist so klar, dass ich Feinde habe, ja, ist so klar. Ist so klar, aber es juckt mich nicht. Aber also, umso mehr Fans habe ich, weil sie hinter mir stehen. Die Idioten kann ich am Arsch legen. Ich habe genug Fans. Ich habe genug Fans. Und ich weiß, dass ich Fans habe. Und so tippe mache ich mir. Aber was ich mich schon auch mache, gibt's. Ganz einfach.